Wir spielen Super Toastcard. 0.9.1. Super Toastcard. Okay. Gut, dann ein paar Toastcard 0.9.1 und heute geht es wieder um eine Map, die ihr wahrscheinlich schon kennt. Und zwar geht es um die Map Shiny Superbs. Ihr würdet euch denken, Shiny Superbs, was ist das? Wahrscheinlich ist der deutsche Name bei euch mehr im Begriff. Hochglanzvorort heißt diese Strecke. Zwei Runden sind geplant hier. Dann fahren wir zwei Runden vorwärts, zwei rückwärts, weil die Strecke recht lang ist. Die Strecke gab es eben auch in-game. Wurde dann ersetzt. Ich kann euch dann nachzeigen, durch welche Map. Wir fahren hier mit dem Lamborghini, der ein bisschen höher gelegt ist seit der 09er. Bei der 08er sah irgendwie geil aus, aber ist egal, er fährt sich ganz gut. Sieht eigentlich auch ganz nice aus. Okay, den Booster habe ich jetzt nicht erwischt. Die Map hat was Besonderes, und zwar ist sie eine Abkürzung, die wir auch gleich in erster Runde mal fahren hier. Kann mir runterfahren. Überhaupt nicht buggy oder so. So. Eine echt ganz nice Abkürzung. Kommt man eigentlich echt gut um die Runden, ne? Hier, diese Booster sind eigentlich auch ganz krass. Und genau. Und so schnell ist man auch schon eine Runde durch, wenn man eben eine Abkürzung nimmt. Aber ich zeige natürlich auch den normalen Weg. Beziehungsweise gibt es da noch eine andere Abkürzung. So, erstmal den normalen Weg. Der hier eben sehr kurvenreich ist. Und auf Super Tux ist echt sehr schnell, muss man sagen. Ich bin jetzt echt noch nicht oft auf Super Tux gefahren. Da gibt es jetzt zwei Wege. Einmal den hier. Und einmal den anderen Weg. Das war... Da kommt man daraus, wo ich nicht gerade gefahren bin, aber gegen Bots werde ich den gleich nochmal fahren, damit ihr Bescheid wisst. So. Ja gut, da sind wir auch ganz schnell durch. Und dann möchte ich euch kurz was zeigen, und zwar... Ups, ich wollte gar nicht ins Menü gehen. Ich gehe mal ins Menü, aber egal. So. Und zwar, wenn wir jetzt mal Standard schauen. Hier, diese Map hier, Kerzenstadt. Diese Map hat eben, also das ist die richtige Kerzenstadt, das ist die alte Version, die Version durch das Spendenpack habe ich eben die Version auch. Die Map Kerzenstadt ist eben neu dazugekommen, und dafür ist eben die Map, wo ist sie jetzt, ist sie wieder weg, hier, Shiny Superbs. Alias, Hochglanzvorort ist da eben rausgeflogen dadurch. Aber naja. Ich habe die Map echt ganz gerne gemocht, aber ich bin wirklich ein Fan der 081er gewesen. Ich habe diese so gefeiert, diese Version, 081er, dass ich da wirklich jede Map mochte. Und deswegen wird die Map wieder meine bestimmte Wertung bekommen. So, wir fahren jetzt mal den anderen Weg hier. Die Abkürzung rückwärts klappt bei den Bots meistens eher medium gut und ist auch eher gefährlich, weil hier so Sachen wie Bananen liegen. Aber ist schon ordentlich schneller, wenn man es mal schafft. So, danke dafür. In der Richtung ist es ein bisschen schwieriger. Okay, ich habe das Nitro nicht erwischt. Aber es ist auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, hier um die Kurven zu kommen. Hier bergab zu fahren, und ja, die Map ist halt schon ein bisschen leer, wenn man ein bisschen umschaut, also man sieht da jetzt nicht großartig irgendwas Besonderes, keine besonderen Sachen, die sich jetzt bewegen oder so. Es ist halt eine klassische Map der Version 08er, also 081er, da, und da wurde es eben grafisch upgraded für die 09er und dann eben vor kurzem durch die Kerzenstadt ersetzt. So. So, hier sind wir wieder oben. Jetzt probieren wir mal über das Ding zu fahren. Ihr seht, wie schnell das ist. Da muss man schon ein Gespür haben und nicht so wie ich einfach durch alles durchfahren. Genau, das war's dann so erstmal mit der Map. Und jetzt fahren wir noch gegen Bots in der Map. Und dann zeige ich euch noch die anderen beiden Wege. So, sehr schön. Dann machen wir jetzt diesen hier. Und sagen so, Shiny Superbs, vorwärts gegen 4. So. Genau,
Und let's go. Dabei sind zwei Pandas, Amazing Panda und Amanda. Und der eine Roboter, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Und Nawal, also Ubuntu ist es. So. Natürlich kann man auch dieses große Item nehmen. Und ich würde sagen, ich fahre die erste Runde mal die Abkürzung. Kann man auch diesen hier machen, was echt geil ist. Also ich liebe das, da runter zu springen. Das ist echt eine geile Sache. Und ihr seht jetzt auch, wie viel Vorsprung ich habe auf der Karte links unten. Es ist eigentlich schon ganz stabil. Ich meine, es ist der schwierigste Schwierigkeitsgrad, also dafür ist es echt gut. Alter, wie viele Schirme haben die denn? Alter. In der zweiten Runde fahre ich die andere Abkürzung, also den normalen Weg eigentlich, aber eben... ihr werdet schon sehen, wie ich jetzt fahren werde. Normaler Weg. Aber jetzt hier rechts lang. Hier ist nämlich auch ein Weg. Und da kommen wir eben hier rein, wo wir vorher runtergesprungen sind. Dieses Item da links ist, also dieses Nitro, das holt man sich eher weniger. Also dieses Nitro, das da gerade war, das holt man sich eher seltener, aber es ist da einfach so. Keine Ahnung warum. Gut. 2 Sekunden Vorsprung, geht sogar. Nun fahren wir dasselbe noch rückwärts. Und dann zeige ich euch 2 Sachen. Einmal, dass die Bots so blöd sind für die Abkürzung. Und naja, wir müssen schauen, ob die Bots ihre Abkürzung überhaupt noch fahren. Das weiß ich natürlich nicht. Also in der 09er und der 081er war das echt so, dass die immer die Abkürzung gefahren sind und immer gefailt haben. Das war ziemlich lustig. Okay, diesmal nicht. Fährt ihr mal die Abkürzung? Ja, hier, der fährt die Abkürzung. Okay, er schafft sie aber diesmal. Ah ja, stimmt, es wurde abgesenkt. In der 08er war das, als überall stecken geblieben sind. Stimmt. Das war ziemlich lustig damals. So, hier kommen wir schön runter speeden. Yeah. Das ist halt echt schön, hier einfach über die Stadtstraßen hier zu düsen. Upsala. Manchmal bin ich zu schnell, dass man gar keine Ahnung mehr hat, wo man ist. Jetzt fahren wir mal den Weg hier nochmal, aber wir fahren wieder auf die Hauptstraße raus. Also die Abkürzung von vorhin und so. Natürlich können wir den Booster noch mitnehmen, aber ich fand es ziemlich unnötig gerade, weil sonst hätte ich mich wahrscheinlich verdriftet. Und ihr seht da der Gelbe, wie er die Abkürzung nimmt auf der Karte. So. Der Supra ist es genau. Der hinter mir eine Zeitbombe, Premium. Und dann sind wir auch im Ziel. Nice. Doch, also die Map gefällt mir gut. 3 Sterne. Und das bewerten wir jetzt auch noch. So, dann gehen wir gleich mal hier hin. Shiny Suburbs. 3 Sterne, finde ich. Und mir gefällt sie gut. Von der Form her finde ich sie auch echt interessant. Also hier ist ja das Ziel hier. Und man fährt in die Richtung hier, dann geht es hier nach oben. Und die Abkürzung ist eben hier. Die geht dann hier runter und dann hier lang. Oder hier eben so. Genau. Alles klar. Alle spielen gerade irgendwas. Egal. Und genau, das war's auch von der Folge von Super Discard 0.9.S. Ihr könnt gerne abstimmen, wie viel Sterne ihr damit geben würdet. Ciao, euer Zickerweg. Tschüss.